Hallo und herzlich willkommen vor der weißen Wand. Heute mal ganz kreativ. Und zwar folgendes. Das hier, das ist mein Küchenbeutel. Mein Küchenbeutel umfasst üblicherweise so ein kleines Handtuch hier und diverse, ich kann euch das mal zeigen, Inhalte, die man so braucht, wenn man draußen was zu essen machen kann. Soll. Ja, zum Beispiel hier so, ne, für Leute, die es brauchen. Was ist das? Kaffee, irgendwas Kaffeemäßiges. Außerdem sind da so diverse Laborröhrchen drin, von denen habe ich auch noch viel mehr. Das ist auch so ein bisschen der springende Punkt, aber dazu kommen wir gleich. Hier zum Beispiel Seife. Seife ist halt hilfreich zum Geschirrspülen. Das ist ökologisch, biologisch abbaubare Outdoor-Seife. Und abgesehen davon kann man sich damit auch die Hände waschen vorm Essen. Das mag, oder beim vorm Zubereiten des Essens. Das mag durchaus vielleicht hin und wieder mal gar nicht so verkehrt sein. Sofern man genug Wasser hat. Wenn man nicht genug Wasser hat, dann geht das halt nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Dann haben wir hier das Salzröhrchen. Salz ist bereits in einem Röhrchen. Anders als manche anderen Gewürze, zeige ich euch gleich. Das liegt daran, dass Salz, wenn es feucht wird, dann klebt es. Und dann lässt sich es nicht mehr schön streuen. Und drum ist es in einem Röhrchen, damit es nicht feucht wird. Und damit es nicht irgendwas verklebt, wie zum Beispiel die restlichen Gewürze, die einfach nur in so kleinen Ziploc-Tütchen drin sind. Und tatsächlich hat das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und das ist eine hocheffiziente Angelegenheit, Gewürz im Ziploc-Beutel mitzuschleppen, weil die wiegen nahezu nichts. Da kann man also ganz viel unterschiedliches Gewürz wunderbar einzeln verpacken, kann das auch recht gut dosieren. Kann man eine Messerspitze oder eine Löffelspitze aus dem Tütchen entnehmen oder halt auch aus dem Tütchen ein bisschen was rauskippen etc. Aber inzwischen bin ich mit diesem System vor allen Dingen nicht mehr ganz glücklich, aber dazu komme ich gleich. Zeige ich euch gerade noch, was hier sonst noch so Lustiges drin ist. Was ist denn das? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also manchmal hat Frau auch irgendwelche kleinen Überraschungen hier drin versteckt und die sind dann überraschend. Das ist mein letzter Rest scharfes Zeug. Scharfes Zeug ist auch in einem Extragefäß. Warum? Naja, da war es halt irgendwann mal drin und dann hat man es mitgenommen. Aber das ist ein Paddling. Wer die nicht kennt, das ist ein Rohling einer PET-Flasche, Cola-Flasche, was auch immer. Und die werden dann aufgepustet in so einer speziellen Maschine und dann wird die eigentliche Flasche daraus. Aber diese Rohlinge, die die Maschine dann aufpustet, die sehen so aus und haben bereits einen ganz normalen Deckel, wie man den von PET-Flaschen kennt. Auch sehr, sehr praktisch zum Sachen verstauen. Die sind allerdings nicht ganz so ultra leicht. Also jetzt immer noch nicht sehr schwer, aber das, ne? Also nur für denjenigen, für den das eine Rolle spielt. Dann ist hier noch immer ein kleiner Schwamm drin, also ein kleiner Mikroschwamm langt dann auch völlig, ein paar Streichhölzer und das ist, glaube ich, noch ein Rest Röstzwiebeln vom letzten Essen. Ja, also so in dem Stil funktioniert das und das halt alles verpackt in einer Ziploc-Tüte. Wie gesagt, gewichtseffizient, alles zusammen da drin und dann hat man seine Küchenutensilien zusammen und dann klappt das auch relativ gut. So, aber jetzt folgendes Problem. Die Bedienung der Kräuter und Gewürze, die wurde mir langsam etwas lästig, weil, um das mal zu demonstrieren, wenn man hier so ein Tütlein hat, ja, und so ein Tütlein macht man entsprechend auf, kippt aus dem Tütlein raus Gewürze ins Essen und man will das Tütlein wieder zumachen, dann hat man gegebenenfalls einen kleinen Rest Gewürz in dieser Verschlussleiste von diesem Ziploc-Beutelchen hängen und dann geht das nicht mehr richtig zu. Und dann bin ich einfach zu ungeduldig, um da ewig zu versuchen, das zuzukriegen und irgendwann akzeptiere ich einfach, dass es nicht zu ist. Ja, und drum riecht mein Rucksack immer noch nach Pfeffer. Und solchen Dingen, ja. Nach Kräuter der Provence hat er auch schon gerochen. Ja, und das ist zwar nicht schlimm, aber wie es der Zufall so will, habe ich ja eine Reihe von Fähigkeiten nicht. Deshalb kann ich mir auch nichts Besseres basteln als diesen Sack. Aber ich habe ja den Ring der Macht. Und der erlaubt mir, jemanden zu knechten, der hingegen sehr wohl was Besseres basteln kann als das da. Und dementsprechend habe ich mir bei Frau eine, ja,
schlauere und tollere Lösung bestellt. Und das hat ja auch wunderbar funktioniert bei meinem Lieblingstab. Mein Lieblingstab ist ja auch selbst genäht von Frau. Ich hatte zwar immer noch so ein kleines schlechtes Gewissen, weil sie da echt viel Arbeit mit hatte. Aber ja gut, ne? Einmal geknechtet, ewig gebunden. Ne? Also muss sie da jetzt durch. Und für den Spruch werde ich wahrscheinlich noch tagelang bezahlen müssen. hat sie es wahrscheinlich gehört, ja. Aber nichtsdestotrotz ist sie jetzt gerade... Nein, hab nichts gehört. Sie ist jedenfalls jetzt gerade am Konzept bauen für eine wirklich, also zumindest vom Konzept her, ich kapiere ja nur die Hälfte, sieht das ganz, ganz toll aus, die neue Fressalien, bzw. Küchenutensilien-Tasche 2.0. ECC soll das Ding heißen. Da kann man sich jetzt streiten, für was das steht. Wir spekulieren nachher noch ein bisschen. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt weitergeben an die Bastelabteilung für eine grobe Erklärung, was sie da jetzt exakt vorhat. Und noch ein kleiner Disclaimer. Das Projekt ist zu kompliziert, um das jetzt im Rahmen von so einem kleinen Adventskalender-Video wirklich ein komplettes Tutorial zu geben, wie man sowas näht. Das ist einfach jetzt schon ein bisschen eine fortgeschrittene Anwendung. Wenn es das nicht wäre, könnte ich sogar noch selber machen. Und darum beschränken wir uns auf grob das Konzept erklären, machen und hinterher Ergebnis vorzeigen, ohne jetzt ein Schritt-für-Schritt-Tutorial zum Nachmachen. Also wer in der Lage wäre, das nachzumachen, der weiß sowieso, welche Schritte zu tun sind, um sowas dann eben zu bauen. Das heißt auf gut Deutsch, du musst schon richtig nähen können, wenn du sowas machen willst. Und wenn du das nicht kannst, dann hilft dir ein kleines Tutorial auch nicht, um es plötzlich zu können. So in die Richtung geht es von der Überlegung her. Ne? Gut, also ab in die Bastelzentrale. Ja, auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen in der Bastelecke. Das ist unser Küchentisch. Habe den Ben noch an der Kamera, das wird sich auch noch ändern. Ich habe ein Modell gemacht von seinen Wünschen, beziehungsweise ich hätte gerne irgendwie was Besseres für die Küche, Schatz. Also es war nicht ganz so, wie er erklärt hat. Er ist halt immer mal wieder mit meinem Küchenbeutel losgezogen und hat das Ding so mit so Salzkrustenverklebungen oder Pfefferverklebungen oder was auch immer. Ja, es war nass, das ging nicht anders. Ist er mit nach Hause gekommen. Darum dachte ich mir, ja gut, kriegst halt mal was Gescheites. Ist dann ein bisschen schwerer, ist dann ein bisschen klobiger, aber vielleicht klappt es dann, dass es nicht jedes zweite Mal, wenn die Küche nach Hause kommt, also die Outdoor-Küche, dann aussieht wie Sau und jemand sie putzen darf. Also. Ich nicht. Nein, putzen durfte ich. Ich habe mal so ein paar Ideen mir gemacht und das Ganze auf Papier gebastelt. Hatte den Vorteil, da kann man ganz schnell noch was dazu kleben, was wegschneiden. Mit ein paar Klebstreifen wie hier oben kann man mal noch was ansetzen, wenn einem noch eine weitere Idee kommt. Und ich möchte euch meine Ideen ganz kurz zeigen und dann gehen wir an den Stoff zum Basteln. Grundlage von Bens Küche soll hier hinten das Brettchen sein, das ist hier versteckt. Da hat er sich mal gekauft, das ist ein von MSR, so ein aufklappbares Küchenbrett. Dient hier hinten einerseits der Stabilisation und andererseits, oh, das hat aber ein bisschen viel Spiel, muss ich vielleicht die Maße noch etwas kürzen. Braucht man das halt. Dann, womit Ben klarkommt, ist Gewürze in solchen Röhrchen. Daher dachte ich mir, machen wir hier eine ganze Batterie, ähnlich wie in einem Federmäppchen, sagt der Deutschen das so? Ja, das sagen wir so. Einmal mit einem dicken, was Öl angeht. Das Papier hier wird dann ein Stück Gummiband werden. Beziehungsweise einfach irgendwas Elastisches. Dann Salz und die einzelnen Röhrchen so dran. Und da sollten so 6-7 reichen. Mhm. Dann hatten wir hier die Abteilung mit den ganzen Gewürzen. Dann einmal umklappen. Das soll nachher zusammengeklappt werden. Ist dann im inneren Teil, sind dann noch die Sachen zum Spülen und Kochen. Also wie bisher ein halbes Handtuch, vielleicht ein Löffel, der kleine Schwingbesen, noch so eine einzelne kleine Öse, um die zu befestigen. Streichhölzer und Feuerzeug sollten da auch irgendwo reinkommen und die Seife, die ihr schon gesehen habt, und der Schwamm. Und im Wesentlichen ist es ja das, was man braucht zum Kochen.
Häufig ging es mir dann noch so, wenn ich irgendwo im Wald koche, einem fehlt der Platz oder man hat nicht genug Schüsseln oder Plätze, wo man dann irgendwie noch was Geschnibbeltes zwischenlagern kann. Und Taschenmesser könnte eigentlich auch noch irgendwo rein. Ja. Wobei, das habt ihr noch so dabei. Ja, gucken wir mal, wie viel Platz wir haben. Daher möchte ich gerne hier in den Deckel, das ist dann letztendlich der Deckel, der, wir können es mal zusammenfalten, ist halt Mopapier. Und daher geht es auch jedes Mal ein bisschen mehr kaputt, wenn man es zusammenbastelt. Also sollte dann so ein Kasten geben. Das hier ist schon ein fertiger Teil, den man so reinfalten kann. Und dann das Ganze drüber. Hier braucht es jetzt noch mehr Material dann, dass es quasi zu wird und dann mit einem Gummiband noch einmal unten durch zugemacht werden kann und ein solider Klotz wird. Aber hier im Deckel sollte ich noch eine kleine Schüssel verstecken, wo man ein paar Sachen reintun kann. Ja, und das wird dann die ECC 2.0. Also bei den Outdoor-Sachen habe ich gelernt, es ist toll, wenn man möglichst englische Abkürzungen hat und ein paar Nummern dazu. Das muss offenbar ganz, ganz großartig sein. Darum ist es die Every Cooking Carry, angelehnt an ein EDC, ist das Everyday Carry, wo man auch so ein paar Kleinigkeiten zusammen macht. Also das Every Cooking Carry 2.0, weil es halt eins besser ist als der Beutel, was weiß ich. Für den nächsten Schritt habe ich mir ein Stück Papier geschnappt und mir quasi das Schnittmuster hier vom Papiermodell einmal abgemessen und aufgezeichnet. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass ich vor allem eigentlich ein ganz langes, rechteckiges Stück brauche, was einmal rumgeht und immer mal wieder eine Schlaufe dazu kommt für die Gummibänder, wo dann die einzelnen Sachen dran festgemacht werden. So, und oben, jetzt müssen wir das wieder in den Fokus kriegen, beim Deckel mache ich nur oben wie noch einmal eine Schlaufe dazu für den oberen Teil der Schüssel. Und die unteren drei Teile der Schüssel, die werden mit dem Stoffband, was ihr vorher schon im Bild gesehen habt, also dem da, ups, wo haben wir es? Da oben, dem da, dann quasi einmal rundherum fixiert, nochmal abgenäht, sodass es hoffentlich ein bisschen eine Stabilität hat und dann hält. Des Weiteren habe ich mir auch noch kurz überlegt, was ich ungefähr der Reihe nach nähen sollte. Ja, ich hoffe, das funktioniert alles so einigermaßen. Ich bin jetzt auch keine Meisternäherin und mache so Sachen eigentlich eher sporadisch. Von dem her drücken wir mal alle die Daumen, dass das gut kommt. Inzwischen habe ich die Stoffteile zugeschnitten. Zum Stoff ist noch zu sagen, das ist einfach eine alte Pellerine, die Ben irgendwann mal ausgemustert hat. Soll ja auch ein bisschen wasserabweisend wenigstens sein. Sobald man reinnäht, ist ja nichts mehr wirklich wasserdicht. Und eine kleine Sache habe ich mir noch überlegt, das stand vorhin auch schon auf dem Zettelchen, falls ihr das lesen konntet. Und zwar, hier ist ja eigentlich nur eine Stoffbahn dahinter und ein Gummiband, was die Teile festhalten soll. Da dünkt mich es ein bisschen wenig, wenn hinten nur ein Stoff ist. Darum habe ich mir jetzt noch von einem alten Terminkalender oder so hier so ein Kunststoffband rausgeschnitten, was eigentlich hier dann wie nochmal als Verstärkung eingenäht werden soll. Und da kommen dann die Schleifen mit dem Gummiband drüber. Oben habe ich noch nicht ganz alles richtig zugeschnitten, weil ich weiß, dass ich gerne auch mal etwas ungenau arbeite. Und eigentlich kann ich von unten her alles jetzt nach und nach nähen, mit den Gummibändern anfangen, dann das Teil hier einnähen, von unten her fürs Brett das Stück einnähen und dann die Seiten natürlich noch jeweils schön reinnehmen und dann erst ganz am Schluss oben zum Deckel kommen und dann kann ich die ganze Küche quasi schon füllen und dann die Maße gerade direkt an der gefüllten Küche nehmen. So viel mal dazu, ich hole die Nähmaschine. Ich habe ein bisschen ohne euch genäht und zwar seht ihr hier schon den untersten Teil, der quasi fertig ist. Also hier muss dann noch reingenäht werden. Hinten kommt das Brett zum Vorschein und vorne haben wir die einzelnen Halterungen für die Gewürze, Salz und sogar das Feuerzeug hat ja auch noch Platz.
die Schlaufen zu berechnen, braucht immer zwei Maße. Nehmen wir das Öl raus. Einerseits müssen wir wissen, wie viel auf dem Hintergrund eigentlich, wie viel Abstand das braucht. Also wie breit die einzelnen Röhrchen oder Tücher oder was auch immer sind. Die habe ich einfach so mit dem Geodreieck mehr oder weniger ausgemessen. Und das zweite, wie viel oder wie lang muss das Gummi sein oder das Band sein, damit es einigermaßen hält. Also Öl dürfte jetzt bei mir auch noch ein klein wenig enger sein, aber das sind dann Profi-Berechnungen. Dazu habe ich einfach jeweils das Band genommen, auf den Tisch gehalten, ein klein wenig angezogen, auf der anderen Seite festgedrückt, losgelassen und dann gemessen. Aber ja, ist halt so eine Handgelenk-Mal-Pi-Methode. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Dasselbe machen wir nachher noch für die obere Abteilung, also die Spülsachen. Und ich glaube, Löffel und Schwingbesen passen da ebenfalls mit rein. Da möchte ich da einfach noch eine ganz kleine, schmale Lasche machen, wo man vielleicht noch Streichhölzer oder irgendwas Kleines reinmachen kann. Denn wenn man es nachher zusammenklappt, ist das Öl jetzt schon relativ dick. Und wenn hier nichts wahnsinnig Dickes drunter liegt, also hier, dann wird es nicht allzu dick, das ganze Küchenset. Und so finde ich, gibt es so eine ordentliche Größe. Daher werde ich die Bänder auch wieder so nähen, dass dann die Sachen gerade so in der Reihenfolge liegen könnten. Und vorher mache ich da noch, wie gesagt, die kleine Verstärkung hinten rein. Und in der Hoffnung, dass dann der ganze Stoff nicht allzu sehr so zusammengeknüllt und gezogen wird, wenn die Sachen drin sind. Jo. Ja, ein kleines, großes bisschen später. Ich habe es echt unterschätzt, wie lange man da dran hat. Sieht es jetzt so aus. Ich habe hier den Beutel fürs Brettchen fertig gemacht. Einfach auf der hinteren Seite die beiden Außenseiten aufeinander geklappt und zugenäht. Man merkt schon, das Brettchen ist durchaus hilfreich für die Stabilität. Und auch hier, glaube ich, die Idee mit dem Band hinten dran war gar nicht schlecht. Ist so immer noch ein bisschen beweglich, aber funktioniert ganz gut. Und das Band seht ihr hier hinten noch so ein bisschen angedeutet durch die Nähte. Das steckt jetzt da drin. Dann habe ich euch eingangs gesagt, dass ich meistens nicht so genau arbeite und vielleicht mal noch einen Denkfehler oder so drin habe. Ist natürlich der Fall. Ich kenne mich doch. Denn wenn man jetzt hier das Ganze zuklappt und nach unten nimmt, sind wir einige schmaler geworden, als ich gedacht habe. Und da habe ich mich irgendwie ein bisschen vermessen, weil ich dachte, wir brauchen bis hier oben. Brauchen wir aber nicht. Habe ich jetzt abgesteckt. Hier die beiden Ecken. Quasi wie viel das wir brauchen, bis wir hier einmal rum sind. Und dann die Kante für die Höhe der Schüssel. Das ist dann das, als wären 4,5 cm statt erst geplant 6. Weil offenbar, dadurch, dass wir hier auf der anderen Seite vom Öl nichts Dickes mehr drin haben, sind wir einiges schlanker geworden. Wenigstens das Bastelprojekt. Ja, Mai, du musst jetzt nicht lachen. Im nächsten Schritt werde ich hier den Schlauch für die Schüssel auf 4,5 cm vorbereiten und mir noch genau überlegen, wie ich den dann hier außenrum anbringe. Ebenso, was ich hier genau für Nähte brauche. Und am Schluss kommt hier, beziehungsweise ich muss auch schon zwischen rein, bevor ich da alles umnähe, hier noch ein Band rum, dass man es dann quasi auf der Seite zumachen kann mit einem Clip, den ich noch gefunden habe bei meinem ausrangiertes Zeugmaterial. Ist das nicht das Ding von meinem Gürtel, den du neulich auseinandergenommen hast? Nee, das ist es nicht. Ist irgendein anderer Clip. Aber der hat ziemlich schön die Breite vom Gummiband. Und ja, super. Kann man nutzen. Ich freue mich. Was machen wir morgen? Also ich mache es morgen. Vielleicht kriege ich es heute schon zu sehen. Wahrscheinlich schon, weil einen Zweiteiler wollen wir da nicht draus machen. Gute Nacht. Bis gleich. So, hallo und guten Morgen.
Wir sind beim zweitletzten Zwischenstand bzw. kurz vor Vollendung der ICC 2.0. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal die Kamera draufgehalten habe. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen rumprobiert und heute Morgen jetzt mit ein paar neuen Eingebungen. Einerseits seht ihr, sind hier die Seiten eingefasst. Oben habe ich die Bändelchen auch einmal reingenommen, gerade direkt eingenäht, hin und zurück, damit es etwas besser hält. Da sind dann die Bändel, um das ganze Paket zuzumachen. Und jetzt bin ich noch quasi an meiner Salatschüssel in Anführungszeichen Option dran und habe mir überlegt, wenn hier was stehen soll, muss das ja runterklappbar sein. Also muss man den Schlauch hier reinklappen können. Und da ich nicht glaube, dass einfach so ein einfacher Pellerinenschlauch relativ gut steht, habe ich mich jetzt dazu entschieden, das Ganze nochmal mit kleinen Kunststoffteilen, die ich da in den Schlauch reinmachen kann, zu verstärken. Wahrscheinlich könnte man auch relativ geschickt irgendwie ein paar Rautennähte machen oder so, die das Ganze auch verfestigt. Ich habe mich jetzt für die Variante entschieden. Ja, jetzt bleibt noch hier die Ecken einzunähen, dann das da reinzumachen. Da stecke ich wahrscheinlich einfach den Schlauch ins andere rein und mache hier am Rand eine Naht. Und hier unten ebenso, da seht ihr auch noch so ein Teilchen, was verschwinden kann. Und dann übergeben wir das Teil dem Mann im Wald. Von mir war es das, den Rest seht ihr dann bei Ben. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, war jetzt vielleicht ein bisschen konfus, weil es doch etwas komplexer war als erwartet. Aber vielleicht gibt es euch ja ein bisschen eine Inspiration. Ah, sowas kann man auch selber machen mit ein bisschen rumprobieren. Man kann sehr vieles selber machen, wenn man ein bisschen rumprobiert und die Muse dazu hat, sage ich jetzt mal. Und ein bisschen Nähskills sind natürlich bei sowas auch nicht allzu verkehrt. Wobei, davon habe ich ja auch nicht so viel. Egal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und übergebe an Ben. So, und da bin jetzt wieder ich. Denn das Ding ist fertig. Und ich darf jetzt ein Unboxing machen. Und oh, fühlt sich ja schon sehr, sehr, sehr wertig an. Ich habe jetzt die letzten Features, die eingebaut worden sind, auch gar nicht mitbekommen. Da war ich abwesend. Daher bin ich jetzt wirklich überrascht, was das jetzt kann. Und, aber kompakte Form, also so zusammengepackt, schon mal sau cool. Und das mit dem Gummiband ist auch super und dass es sogar noch eine Lasche hat zum Auf- und Zumachen. Das finde ich auch extrem cool, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bin davon ausgegangen, es gibt ein Gummiband, das kannst du drum, also es ist einfach als so ein Abstreif-Gummiband ist. Aber nein, es hat sogar eine richtige Lasche. Oh. So, also, da sind wir jetzt mal gespannt. Ich mache mal hier die Lasche auf. Oh. Aha, dann kann man das hier entsprechend ein- bzw. ausfädeln. Und jetzt müsste ich ja in der Lage sein, das aufzuklappen. Ach, das ist ja toll geworden. Ja, was ich nämlich wirklich nicht verstanden hatte, so ganz bei der Konzeption von Frau, wie hier diese sogenannte Schüssel, oh, das ist ja cool, wie diese Schüssel funktionieren soll. Das ist ja saucool. Das lässt sich jetzt hier einfach so, ah, das ist ja, wow. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und die ist sogar selbststehend, die Schüssel. Ja, es ist ja tatsächlich ein häufiges Problem, dass man beim Hantieren im Walde einfach irgendwie einen gewissen Mangel an Sammelgefäßen hat, wenn man einfach irgendwas sammeln möchte oder gerade beim Zubereiten von Nahrung noch was schnibbelt, Käse in Würfel schneidet, Speck in Würfel schneidet, sucht euch was aus und dann kann man das nirgendwo hin tun. Und dann ist natürlich hier dieses Sammelgefäß wirklich eine ganz, ganz tolle Bereicherung. Ja, muss man nur gucken, dass man es nicht allzu dreckig macht. Das wäre jetzt halt vielleicht noch so ein Thema. Andererseits, das Ding dürfte waschbar sein. Wüsste nicht, was da dagegen spräche. Und ja, also so ein bisschen dreckig ist im Outdoor-Einsatz ja ohnehin nicht vermeidbar. Von daher, das ist ja saucool geworden mit diesen Versteifungen da drin. Ja, aber ihr wisst das ja schon, ihr habt das ja schon gesehen, was sie da gebastelt hat, die Chefin. Und oh, toll. Toll. Oh, jetzt mit Messer. Super.
Feuerzeug, Messerchen, Küchenmesserchen, super. Seife ist da, Handtuch ist da, der Schwamm, da könnte man vielleicht mal irgendwann nochmal, wobei, der ist nochmal gut. Und eben Utensilien, Gefäßchen und Kaffee. Ja, Kaffee ist wichtig. Ja, super. Ja, das ist ja saucool. Angeblich gibt es irgendwo hässliche Nähte. Ich habe mal zwischendrin Fluchen gehört, aber ich sehe keine hässlichen Nähte. Ja, gut, ich bin da vielleicht nicht hundertprozentig parteiisch, aber ach was, da gibt es keine hässlichen Nähte. Und dann ist hier ja noch das lustige Brettchen. Das Brettchen hatten wir noch gar nicht ausprobiert bisher. Das war wirklich eine Anschaffung zum Zwecke eben des Einnähens in so eine Tasche. Und die Idee ist, dass man dieses Brett halt eben dann quasi im Walde vorzugsweise vielleicht so rum verwendet, wenn man es irgendwo drauflegt. Auf eine Unterlage hat man hier ein relativ großes Schneidebrettlein. Das ist auch sehr stabil. Es ist nicht gerade super, super leicht. Aber ich denke, da werden wir schon ordentlich Spaß mit haben. Und die Klappen, den Klappmechanismus fand ich eigentlich ganz praktisch. Ja. Dass man dann eben auch mal ein bisschen was Größeres schneiden kann. Mal ein Stück Steak oder sowas in der Richtung. Kann man dann selbstverständlich auch eben als Teller verwenden, wenn man da nichts hat, was besser als Teller geeignet wäre. Ich habe ja sonst meistens eine Schüssel als Geschirr dabei. Und ja, saucool. Ja, und das Tolle ist jetzt eben bei so einer selbstgemachten Tasche, da passt alles genau das rein, was man drin haben möchte. Und genau das, was man drin haben möchte, hat auch jeweils eine vorgesehene Schlaufe, die dafür gedacht ist, dass man auch genau das reinmacht. Das kannst du halt so wirklich nicht kaufen, keine Chance. Du kannst es versuchen, kannst irgendwelche EDC-Survival-Paket-Taschen oder sonst was kaufen, die auch solche Schlaufen haben, das gibt's ja. Aber nicht mit Schüssel, hä? Und nicht so schön, dass da halt eben genau das reinpasst, was da rein soll und dass genau das Schneidebrettchen, was man hat. Und das ist schon sehr, sehr toll. Mal gucken, ob ich es nochmal zukriege. Zack. Ah ja, das klappt ja gut. Zack, zack. Und jetzt das da drüber. Oh, was mache ich jetzt falsch? Da spannt es irgendwo. Ach so, ja, das Stativ steht auf dem Gummiband. Das erklärt so einiges. Mhm. Und dann das da drüber. Und das, ach, das ist ja auch raffiniert. Ja, durch die Tasche ist das dann auch seitlich plus minus zu. Und da kann dann nicht so schnell seitlich was rausflutschen, weil ja diese Tasche, diese Box ja auch noch Seitenwände hat, die dann jetzt hier noch sehr, oh, das ist ja sehr durchdacht. Ja, da war Frau auch eine Weile mit beschäftigt. Und jetzt muss ich die nächsten Wochen und Monate ein besonders guter Ehemann sein. Das ist ja wirklich saucool. Ja, dann steht dem wunderbaren Waldkochen aus dem wunderbaren Kochset Küchenutensilientäschchen ja nichts mehr entgegen. Wow, ist das cool geworden. Ja. Doch, da bin ich sehr begeistert. So, also, bis morgen oder so. Moment. So, jetzt. Also, bis morgen. Und da gibt es dann auch wieder irgendwas. Ne? Also, mach jetzt gut.